am letzten Spieltag der dritten Liga das Grünwalder Stadion in München nochmal komplett ausverkauft. 15.000 wollten ihre Löwen Richtung Platz 4 und Marcel Beer Richtung Torjägerkanone brüllen. Und es sah auch verdammt gut aus im Spiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Bereits in der 18. Spielminute das 1:0. Stefan Lex auf Vorlage von Marcel Beer. Guter Start also für die Löwen. Ein langer Ball von Salga. Beer setzt sich im Strafraum gegen Finston durch und findet dann den komplett freien Stefan Lex, der aus kurzer Distanz keine Probleme hat. Das war der Startschuss für einen sehr unterhaltsamen Fußballnachmittag. Nur 3 Minuten später wieder ein langer Ball hinten raus und dann dieses Ding von Marcel Beer. Überragendes Tor zum 2:0. Ähnliches Muster wie beim ersten Treffer, ein langer Ball in den Strafraum. Diesmal bedient Lex Beer. Was der da macht, das ist fantastisch. 20. Saisontor und damit alleiniger Spitzenreiter in der Torjägerliste. Auch sehr zur Freude von Michael Köln. Wiederum nur 2 Minuten später auf der anderen Seite. Dann aber dieser Freistoß von Antonios Papadopoulos, der Anstoßtreffer für den BVB. Auch das ein herausragendes Tor für Papadopoulos. Das erste in dieser Saison. Viel schöner geht es nicht. Und das Spiel, es wogte danach hin und her. Tolle Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 45. Minute dann der Durchbruch von Justin Ginma. 2:2. Dortmund wieder da. 5. Saisontor für die Leihgabe aus Bremen. Der hier Marco Hiller keine Chance lässt. Und der BVB kontert die Löwen eiskalt aus. Macht aus einem 0:2 noch vor der Pause also ein 2:2. Daumen hoch dafür von Enrico Maaßen. Seine Dortmunder eine der positiven Überraschungen in dieser Drittligasaison werden am Ende 9. werden. Nach der Pause schlafen sie dann aber in dieser Szene. Beer mit dem schnellen Einwurf auf Biancardi und in der 54. Minute die erneute Löwenführung. Das 3:2, auch hier Marcel Beer entsprechend beteiligt. Dortmund unsortiert hinten und Biancardi mit seinem 9. Saisontreffer. Das wieder als Startschuss für eine starke Löwenphase. 5 Minuten später, Lex auf Beer, 4:2. Doppelpack, Marcel Beer, Saisontor Nummer 21. Ja, das Zusammenspiel zwischen Lex und Beer, das funktionierte also auch am letzten Spieltag. Fantastisch. Die Löwen der Folge cleverer, ließen nicht mehr so viel zu in Halbzeit 1 und legten nach. Hereingabe von Steinhardt, Deichmann, 5:2, 75. Minute. Dritter Saisontreffer für den Rechtsverteidiger, auch da wäre übrigens beteiligt, weil er sich da an der Außenlinie zuvor stark durchsetzt gegen 2. Steinhardt findet Deichmann und der dann kompromisslos in den Winkel. Damit aber nicht genug. Auch der BVB spielte in der zweiten Halbzeit immer wieder ansehnlich nach vorn. Die eingewechselten Berkantas und Heyman Bartraoré kombinieren sich zum 3:5. Ein klasse Tor, super Schuss vom 24-Jährigen. Sein erstes Profitor. Das Ganze in der 84. Spielminute. Aber nur Sekunden später dann nochmal die Löwen, die selber den Schlusspunkt setzen wollten. Deichmann bedient klar Marcel Beer und der in der Mitte auf Dennis Dressel. 6:3, Endstand, Schlusspunkt, 5 Torbeteiligungen für Marcel Beer und die Löwen mit der Qualifikation für den DFB-Pokal schließen die Saison also am Ende auf Rang 4 ab. Und wir müssen das Spiel gewinnen, um in den DFB-Pokal zu kommen und dann ist man am letzten Spiel dann nicht unbedingt das der Lustigste, aber am Ende hat es dann gepasst und wir haben gewonnen von Platz 4 und haben zumindest dann, sind wir zufrieden, wie die Rückrunde vorhin gelaufen ist. In Summe haben wir, glaube ich, ein tolles Spiel gezeigt, wir haben toll Fußball gespielt, aber die Tore, so wie sie gefallen sind, viel zu einfach und da hat man schon gesehen dann bei dem 3:2, dass der Gegner ein bisschen wacher letztendlich im Kopf ist. Ja, und so feiern die Löwen am Ende nicht nur Rang 4 und die Quali für den DFB-Pokal, sondern auch Top-Torjäger Marcel Beer. Ja, es war für mich persönlich was ganz Großes, weil ich jetzt am Leib mitbekommen habe, am eigenen Leib, wie schwer das eigentlich ist, sowas zu holen. Wie du schon sagst, Konkurrenz ist groß, wir haben starke Mannschaften in der Liga und da ist es, ich kann es so sagen, es ist nicht leicht, Tore zu schießen. Und das ist aber ein Verdienst der Mannschaft.
Ja, nach zweimal in Folge Platz 4 ist das Ziel für die nächste Saison für die Löwen klar. Da geht es auf jeden Fall um den Aufstieg. Ob und wie und wer damit dabei ist, Michael Kölner zum Beispiel, das werden die nächsten Wochen zeigen. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.